Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve mit mir, den Simon. In der letzten Folge sind wir richtig verzweifelt geworden und das sind wir immer noch. Denn wir können gegen unser Essen ankämpfen und gegen unsere Essensprobleme. Tatsächlich, weil wir ein paar Rabbits haben und sowas. Aber unser Hungerproblem, das ist tatsächlich furchtbar. Da habe ich tatsächlich noch nicht so viel Ahnung, wie ich da am besten gegen ankämpfen soll. Okay, da kann ich mir noch ein bisschen was machen. Store ich erstmal wieder. Die auch. Alles Essenmäßige da rein. Ja, der Winter macht uns ganz schön fertig. Ich habe gedacht, wir hätten Zeit, mal irgendwas zu machen. Aber nein, gar nichts. Nix. Wir können nichts tun. Gut, eigentlich brauche ich gar nicht so viele. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen über meine Sticks hier. Aber eigentlich habe ich tatsächlich ganz, ganz viele Sticks. Deshalb ist das nicht so schlimm, dass wir uns die zweimal abgefackelt haben. Was aber viel mehr schlimm ist, ich weiß nicht, wie ich mich regenerieren soll. Was ist jetzt der Plan? Fight ich gegen irgendwas? Womit kann ich mich am besten regenerieren? Honigwarm wäre eine Idee. Damit kann man sich doch auch irgendwie regenerieren. Aber da muss man auch wieder fighten für. Essen, sich ums Essen kümmern ist natürlich auch richtig gut. Kann man natürlich auch machen. Bird Traps. Wir kriegen auch durch Spinnenfleisch. Also wir gehen nach unten, fighten die Spinnen da. Ist das ein guter Plan? Die Bären können wir vergessen. Die Spinnen, wer weiß, wie heftig die schon sind, ne? Wer weiß, wie heftig die tatsächlich schon sind. Wir brauchen auf jeden Fall Feuer dabei. Und uns fehlt ganz viel Gras. Und Sticks? Gras. Steine. Ja, okay, das ist das feste Lagerfeuer. Das wollen wir sowieso nicht machen. Uns fehlt 1 Million Gras, weil unser Gras wächst halt auch nicht. Es wächst halt gar nichts. Meine Güte, ey. Ich wollte es zwar nicht dingen, aber okay. Nehmen wir den Hammer in der Hand. Wir machen jetzt schon ein bisschen mehr Schaden, also weil wir schon ein bisschen mehr gegessen haben. Also vielleicht sollten wir, aber wir haben halt kaum Leben. Das regeneriert auch Leben. Blümchen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht holen wir uns einfach ganz viele Blumen, die in unserer Nähe sind und schaffen es damit wieder auf einen guten Wert zu kommen. Das Problem ist, ich werde gleich wieder frieren, weil ich weg von meinem Lagerfeuer bin. Und dann kriege ich halt immer so ein bisschen Damage. Also, das ist halt echt scheiße. Deshalb gehe ich mal wieder hier hin. Hoffe, dass ich mich so ein bisschen wieder regeneriere. Und gehe weiter auf die Suche, wa? Was soll ich sonst machen? Scheiße. Es ist wirklich furchtbar, ey. Jetzt sehe ich erstmal, wie wenig ich auf den Winter vorbereitet war. Die meisten Sachen bringen mir einfach gar nichts, weil ich einfach friere und dadurch sterbe. Und gleich ist komplett Nacht mal wieder. In dieser kompletten Nacht kann ich halt auch wieder nichts machen. Ich kann mir jetzt wieder Fackeln machen, ja. Fleisch habe ich tatsächlich nicht. Lagerfeuer. Einfach nur, damit ich nicht friere. Ich habe auch schon fast wieder kein Holz, oder? 8 Holz ist mein letztes Holz, oder hat hier mein Kollege noch was? Ah, ein Holz noch, super. Warte, was hat der denn noch gehabt? Sticks hatte der ein paar. Es ist so furchtbar. Oh, ich kann nichts tun. Ja, ich kann mir mehr Traps bauen, das bringt mir auch nichts. Was kann ich mir hier Neues bauen? Eine Wall. Gibt es denn gar nichts, damit ich irgendwie Wärme bekomme oder sowas? Wärme ist mein Hauptproblem. Ich weiß nicht, wie viele Tage es tatsächlich schon Winter ist. Aber ich muss ja nur den Winter überleben, also warte ich den Winter jetzt komplett ab? Muss ich ja. Ich kann ja nichts währenddessen machen, wirklich gar nichts. Weiter weggehen ist eigentlich auch voll nicht drin. Ich brauche Holz auf jeden Fall, damit ich mir diese Lagerfeuer wieder bauen kann. Wow. Achso, das kenne ich. Die muss man doch komplett wegmachen oder sowas. Oh Gott, warum kommen die denn jetzt plötzlich? Ich glaube, die machen mein Feuer aus. Das ist ja krass, dass sie jetzt plötzlich kommen. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall auch ums Essen kümmern. Wir kümmern uns jetzt einfach ums Essen. Mit den Kaninchen, die wir hier haben. Was ist da? Ach, das ist so ein... Diese Viecher. Dann... Und vielleicht haben wir irgendwann genug Essen und genug Leben, dass wir runtergehen können und versuchen, die Spinnen zu fighten. Wir können ja jetzt tagsüber mal versuchen, dahin zu gehen tatsächlich.
Vielleicht, wenn es nicht schneit oder so, gibt es das, dass es teilweise auch ein bisschen wärmer ist, wenn es nicht schneit oder sowas? Gibt es sowas? Oh weia, ich weiß es nicht, ich habe Angst. Kann es wieder Tag werden? Ich habe noch ein bisschen was von dem Zeug tatsächlich. Also, wenn wir Fleisch bekommen, dann können wir uns auf jeden Fall noch was kochen. Aber es ist wirklich nur noch Überleben. Es ist Ausharren. Es ist wirkliches Ausharren tatsächlich. Ah, das habe ich jetzt schon auch schon tausendmal gesagt. Oh, meine Güte. Ah, das war gar nicht mehr nötig, aber gut. Ich wollte auch nur mal sicher gehen. Okay, ich habe hier noch einen Trap, warum auch immer. Ich mache die einfach darüber und ernte die später ab. Das ist auch eine gute Idee, oder nicht? Weil da spawnen die ja safe und irgendwann gehen die da raus. Oh, meine Güte. So. Die drei Löcher hier, die darf ich auch nicht wegmachen. Hallo. Denen geht's anscheinend gut. Das ist ganz angenehm für die. Bei mir läuft es aber nicht so. Das sind ja voll viele Häschen. Lol. Okay. Vielleicht hätte ich das hier aufbauen sollen. Wie auch immer, wir sind ja gleich schon da, fast da, wo wir hinwollen. Hier sind noch ganz viele Häschen, das ist gar nicht ganz cool. Heu brauche ich trotzdem noch immer, also Gras. Vor allen Dingen, es wächst halt auch gar nicht, das Gras. Oh, es ist so hart, ey. Ich kann es nur immer wieder betonen. Blümchen, die bringen uns ein bisschen Leben, ein bisschen geistige Gesundheit, die wir anscheinend auch brauchen. Sogar die sind ja auch eingefroren, die Dinger hier, ne? It's all wet. Okay, das erste Ding. Wir machen uns ein Feuer irgendwo hin. Warum können wir uns kein Feuer hinbauen? Da. Einfach damit es besser geht. Dann picken wir den ganzen Scheiß hier auf. Während wir hier regenerieren. Ich baue mir einfach gleich bei den Scheiß Spinnen das hin. Das ist eine gute Idee. Ich sollte, es ist gleich schon wieder Tag vorbei, ne? Ich hoffe, dass oben in meine Falle Viecher reingelaufen sind. Weil sonst habe ich vielleicht auch ein richtig hartes Problem. Dass ich einfach gleich kein Fleisch habe und daran sterbe. Aber wir fighten ja jetzt die Viecher. Also wir sollten jetzt wieder aufgetaut sein, wunderbar. Wir fighten jetzt gleich die Spinnen. Auch wenn wir kaum Essen haben. Ist vielleicht auch nicht so schlau. Oh, die sind hier weggezogen. Ah, okay. Interessant. Nehme ich mir mal. Möhren sind tatsächlich ziemlich OP. Die soll ich nicht verschwenden. Die sollte ich auf jeden Fall weglegen. Wo ist meine Waffe da? Footballhelm habe ich nicht mehr, aber ich habe eine Rüstung. Wo sind die denn? Da unten. Ich hoffe, die sind noch nicht komplett weiterentwickelt worden, irgendwie, dass sie jetzt richtig krass sind. Okay, hier baue ich mit Feuer. Da sind die. Feuer? Okay. Sehr gut. Mein Rückzugsfeuer ist das hier. Equip. Ich habe echt wenig Leben. Also wenig Angriff auch, weil ich so klein bin, ne? Jetzt natürlich die ganzen Blumen für Leben. Dann hoffe ich, dass ich wenigstens einen von den Viechern killen kann. Oh Gott. Okay. Komm her. Okay, es sind nur ganz normale Spinnen. Die ganz schön viel Damage machen. Okay, der eine ist fast tot. Der geht schon wieder weg, okay. Okay, ich fighte jetzt ein bisschen taktischer. Okay, einer ist tot. Ich kite die, das geht tatsächlich. Nice. Die haben kein scheiß Fleisch fallen gelassen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Nichts mehr drin? Okay, ich sollte die nicht kaputt machen. Die spawnen da, glaube ich, neu. Irgendwann spawnen die da, glaube ich, neu. Ja, gut. Das war so semi-gut. Okay. Der hat mir nicht wirklich viel gebracht. Aber gut. Dann gehen wir mal. Kaninchen können wir nicht mehr wirklich jagen. Müssen wir aber. Vielleicht sind da oben welche drin. Und wenn nicht, dann müssen wir ein paar Löcher aufbuddeln. Weil wir brauchen das einfach. Guck mal, zwei. Diese Viecher sind so lustig eigentlich, ne? Ich glaube, das habe ich da gerade hingelegt, oder?
Die sind natürlich jetzt alle wieder weg. Wir brauchen aber unbedingt Essen. Und ich glaube, ich friere gleich, wenn ich mich nicht beeile. Sobald ich friere, muss ich halt wieder direkt ein Lagerfeuer legen. Damit ich nicht einfach so dadurch sterbe oder Leben verliere. Weil Leben darf ich eigentlich gar nicht mehr verlieren. Hm, wie die immer einsammeln. Oh ja. Da ist jemand drin. Eins. Reicht uns eins? Muss das, ne? So, aus denen, den kommen ja immer wieder neu raus, also. Das passt schon. Holz brauche ich tatsächlich wieder was. Da muss ich mir vielleicht auch mal in der Nähe hier was anpflanzen. Ich habe ja ganz viel eigentlich. So, okay. Außerdem kann man ja auch was richtig Effektives. Birch Traps, finde ich. Die benutzen irgendwie nicht so viel. Also da gehen richtig oft welche rein, wenn man das Seeds hinlegt. Habe ich das Gefühl. Und die brauchen halt auch nur ein Seed, und man kann sie dafür überall hinstellen. Habe ich wirklich kein Seed? Wow. Doch, ich habe Seeds hier drin. Meine Bären werden schlecht. Bait. Okay. Aber meine Bären werden schlecht, das ist nicht so gut. Oh, Mörder. Kannst du jetzt genau benutzen, ne? Mörder. Und dann die Bären halt benutzen. Die tue ich da rein. Und die Bären benutzen. Ich hoffe, das geht. Und ist eigentlich egal, dass die so ein bisschen vergammelt sind. Ich glaube, das stört keinen. davon habe ich wieder 5. Kann ich mir wieder hintun, einfach nur, damit es irgendwie weitergeht. Und soweit sind wir jetzt ziemlich gut im Ausharren. Oh Gott. Außer mein Leben, ne? Aber ich habe ja mein Essen, meine ich. Aber ich habe das Zeug, ja. Und ein bisschen geht dadurch mein Leben ja auch immer wieder hoch. Ich darf halt echt nicht viel rumlaufen. So gut wie gar nicht. Es ist wirklich nur noch Ausharren. In meiner Nähe einfach mal ganz viele Bäume planten, damit ich die abbauen kann. Drop. Schade, dass die Spinnen wirklich nichts gebracht haben. Das wäre gut gewesen, wenn die mir irgendwas gebracht hätten. Wachsen Bäume eigentlich auch nicht mehr so gut während Winter, während des Winters? Wer weiß. Meine Güte, das ist so schwer, dies zu planten, das Zeug. So. Oh Gott, ich bin fast außerhalb. Geistige Gesundheit ist tatsächlich sehr gut, dadurch, dass ich auch die ganzen Blumen aufsammeln konnte. Die habe ich mir ja noch gelassen extra. Meine Güte, haben wir in dieser Session nichts geschafft. Session ist übrigens fast vorbei, tatsächlich. So eine Folge hier noch. 3 Folgen ist die Session diesmal. Ich habe die ganze Zeit das hier drin, das müllt mein Inventar ganz schön zu. Kohle könnte ich auch benutzen, um das Feuer mal anzuzünden. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Steine habe ich. Stuff. Ja. Die Nacht ist gleich vorbei. Was mache ich jetzt am Tag? Ich glaube tatsächlich... Oh, mein Helm-Ding ist weg. Scheiße. Dafür habe ich 2 Rabbits gebraucht, ey. Mal ärgerlich. Das kann ich mir bauen, aber ich brauche eigentlich das Zeug. Da ist jetzt irgendwie keiner reingegangen. Ist das überhaupt da drauf? Set Trap. Oh, das ist weggegangen. Wait. Jetzt soll da mal einer reingehen, ey. Hier tut sich gerade gar nichts. Was echt nicht so geil ist. Mir wird instant kalt, weil ich quasi gar nichts trage. Yep. Wird mir. Und Feuer. Gut. Dresses. Ich kann mir nichts machen. Helps to stay cool and dry. Ich glaube nicht, dass die damit dasselbe meinen wie ich. Das brauche ich halt wieder. Wunderbar. Glücklicherweise hat sich da einer... Ist einer reingegangen. Ich habe aber keine Seeds mehr, leider. Mörder. Der bringt mir Fleisch. Und... Beeren brauche ich dafür. Glücklicherweise habe ich mittlerweile auch schon die Karotten noch, aber die gehen halt auch aus, ne? Die gehen halt auch aus. Auch wenn ich hier das effektiv mache, die gehen halt aus. Alter Schwede, mir wird hier schon wieder kalt.
Ich habe keine Seeds. Ich habe keinen Helm. Für Rabbits. Oh nein, ich wollte doch Kohle nehmen. So. Essen, wunderbar. Ich hatte gerade noch 40, ey. Gerade hatte ich noch 40 Leben. Es ist ein Ausharren. Ich weiß nicht, ob es einfach vielleicht besser ist, aufzugeben und sich einfach zu sterben. Wo soll ich hin? Ich brauche diese Viecher hier. Da ist eins. Ja, scheiße, jetzt geht er raus. Ich brauche das einfach. Ah, ich weiß, mir geht's schlecht. Kann auch nichts gerade dagegen machen. Fuck. Ich geh da rein. Danke. Was? Okay. Ja, ja, mir geht's schlecht, ich weiß. 23. Oh, das sind Sekunden mittlerweile. Mein Leben sind Sekunden. Okay, und statt Essen muss ich mir jetzt Ohrdinger machen, damit ich überhaupt rumlaufen kann. Okay, wunderbar. Jetzt kann ich wieder rumlaufen. Ja. Es läuft nicht so gut. Wo gehe ich jetzt hin? Upsala, das weiß ich gar nicht. Unten waren ganz viele Kaninchen. Die werde ich mir 100, die werde ich mir alle snacken müssen. Ich hoffe, die halten mich jetzt halt ein bisschen warm, also verkürzen diese Zeit ein bisschen. Ich versuche den einfach so zu jagen. Okay. Das hat geklappt. Sind jetzt natürlich alle weg, die Kaninchen. Aber. Oh Gott, ich werde hier spawnen, ne? Ah. Also wenn ich sterbe. Oder werde ich da hinten spawnen? Ich habe doch zwei von den Dingern, oder nicht? Red Mushroom. Der bringt mir nichts. Hier sind ganz viele, deshalb baue ich mir hier mal ein Feuer hin. Was ich nicht kann, weil ich kein Holz habe. Ups, ich habe kein Holz. Das ist nicht so geil. Das muss ich sehr schnell ändern, weil mir gleich kalt wird. 14 Leben. Ich bin so an der Grenze, ne? Ich bin so am Limit. Das ist ja Wahnsinn. Kann ich mir das Bett spawnen? Ja, kann ich. Ah, ja, alles gut. Ich baue mir das ja schon. Bitte, da. Erste Sahne. Kann ich Kohle, um das groß zu machen ein bisschen? Upsala. Hoppala. Ja. Set-Trap. Set-Trap. Ich muss sie ausbuddeln. Es gibt nichts anderes mehr. Es gibt nichts anderes mehr für mich zu tun, als die Dinge auszubuddeln. So, bitte geht er. Bleibt da. Der soll die jetzt nicht stören, das ist das Ärgerliche. Bleibt da. 14 Leben, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie verbessern soll. Und zack. Und zack. Das läuft ganz schön eigentlich. Okay, das ging. Okay, okay. Ich meine, ich verbrauche jetzt die ganzen Löcher hier, ne? Das ist eigentlich ziemlich schade. Außerdem habe ich niemals genug Stuff, um die ganzen, um das alles zu braten. Und wenn, dann wäre das episch. Also ich brauche Eis oder sowas. Es geht nur noch ums Überleben. Um jeden Willen. Ich hoffe, der Winter ist ja dann wenigstens ein Jahr dann weg, irgendwie. So, der wollte noch nicht. So, dann gebe ich mir ein paar Sachen hier. So, haha, hat auch geklappt. Ja, wunderbar. Nehme ich den wieder mit. Pick up. Und, versuche, ganz schnell nach oben zu kommen, ohne dass ich erfriere. Vor allen Dingen, weil es jetzt Nacht wird. Brauche ich mir mal zur Sicherheit. Kann ich nicht carryen, aber egal. Ich tausche einfach gleich aus im Notfall. Aber brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, wunderbar.
So. Ich lebe noch. Gut. Store. Ganz viele Häschen. Die laufen nicht ab, glücklicherweise, vom, von der Haltbarkeit. Habe ich nicht mehr? Das war's. Ja, er hat zwei für mich. Okay, das sind einige Häschen. Boah, das ist wirklich so verzweifelt. Ich brauche Beeren oder irgendwas. Meine Beeren wachsen leider non. Gar nicht. Nicht existent. Und davon habe ich auch nur drei. Am besten wäre es... Wie viel bringt ein so ein Ding, wenn man das alleine ist? Ich glaube, voll wenig. Ich glaube, es macht sogar Sinn, zwei dann dafür zu benutzen. Ah. Ja, muss ich ja jetzt irgendwie. Und sterbe ich einfach so, wa? Dann benutze ich zwei für eins, oder? Oder kann ich dann noch irgendwas anderes reintun? Ich glaube, sogar einen Pilz oder sowas könnte man da noch reintun. Habe ich jetzt aber auch nicht, also scheiß drauf. Obwohl, drei reichen doch. Oh, ich Vollidiot, ha. Drei reichen noch. Ups, jetzt habe ich mir zwei gemacht. Guck. Tue ich den da rein, damit er nicht abläuft. Und soweit ist es dann auch, ist auch mit der Session gewesen. Sehr verzweifelnde Session. Wir essen gleich noch was. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich überlebe tatsächlich. Aber ich lebe noch. Leben tue ich noch mit meinen 14 HP. So. Ich würde sagen, das war tatsächlich... überraschend, wie brutal dieser Winter tatsächlich ist. Und ihr habt jetzt die Chance. Die Session ist vorbei, ich lebe noch. Ihr habt jetzt die Chance. Schreibt mir Kommentare, wie ich überlebe. Es muss doch eine Chance geben, irgendwie für mich, für diesen Charakter noch, oder? Ich meine, schreibt mir eine Notfall-Mail. ein Notfall-Comment, was ihr bestimmt schon getan habt, vielleicht, wenn ihr diese Folge hier schon seht. Vielleicht habt ihr in den vorigen Folgen schon gemerkt, dass ich verzweifelt bin. Na, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.